Champ, wo bist du denn? Ja, ich bin hier oben. Warte noch kurz. Ich esse jetzt gleich den Kuchen alleine auf. Was machst du denn? Ja, ich habe doch noch mein Kostüm gesucht. Welches Kostüm? Welches Kostüm? Oh. Das Weihnachtsmann-Kostüm natürlich. Du schaust sehr sexy aus. Ja, wirklich. Das Rot steht dir ungemein. Hast du für mich auch sowas? Ich habe oben noch ein Kostüm. Ah, perfekt. Du kannst du mal hochgehen? Ja. Schau einfach mal in der Truhe. Und dann ziehst du es an. Welche, die beim Christbaum oder die andere? Such dir eine aus, ich habe in jeder ein Kostüm reingelegt. Okay, ene, mene, mu und rappchen die. Du hättest sagen sollen, ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck und das Sandmännchen ist weg. Eine Ewigkeit später. Ziehst du dich immer noch um? Champ? Ja? Da war nur das Kostüm von deiner Freundin. Nein, nein, das ist das für dich. Komm mal runter. Okay. Du siehst wunderbar aus. Du bist ein Engel, dreh dich mal. Ja, du hast sogar Flügel. Kroko, okay. Du bist ein richtig schöner Engel. Okay, wenn du es sagst, ich hoffe, die Zuschauer sehen es dann genauso, wenn wir jetzt gleich das Video starten. Ja, klar. Okay, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Hi, und ich bin der Champ und ich wünsche euch ebenfalls frohe Weihnachten. Heute haben wir auch allen Anlass dazu, denn heute ist wirklich der 24. Dezember. Und ich würde sagen, das feiern wir doch gleich mal gebührend, oder? Ja, selbstverständlich. Ich habe Cookies dabei. Selbstgebackene Plätzchen. Kann ich eins haben? Ja, na klar. Ganz kurzen Moment, gucke mal. Und hab. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Und du hast hier einen Stollen hingestellt? Oh, einen ganz schönen Weihnachtsstollen. Habe ich aber nicht selber gebacken. War meine Frau. Oh, fleißig. Wenn ich ehrlich sein soll, meine Freundin hat auch die Plätzchen gebacken. So, da wir jetzt gebeichtet haben, können wir doch... An der Stelle doch mal ein großes Lob an alle Frauen und Freundinnen, die so gerne Plätzchen backen. Genau, und an Freunde und Männer, die gerne Plätzchen essen. Absolut. So, dann, wir müssen tatsächlich noch was arbeiten. Machen wir uns auf in die Schneekugel. Aber ich esse vorher noch den Stollen. Okay, gut. Du musst die Tür zumachen, sonst geht die ganze Hitze raus. Oh. Ja, aber dann wärst auch du nicht rausgekommen. Auf geht's zur Kugel. Hier kommt der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten und kommt durch den Schnee geritten. Vor ihm steht ein blonder Engel. Täusch dich nicht, es ist ein Bengel. Es ist der Kroko. Schickes Kostüm übrigens. Ja, Klappe. So, los geht's. Weih doch mal unsere lieben Leute ein, was wir heute machen. Wir wollen das Ganze hier heute am 24. Dezember unter dem Motto Heiligabend bzw. Weihnachtszauber laufen lassen. Und zwar werden wir unsere ganzen Kugel hier noch den letzten Feinschliff geben, sodass wir es vollends auf die Menschheit loslassen können. Wir wollen alle unsere Bauwerke mit einem Weg verbinden. Champ hat schon angefangen, ich werde ihn jetzt mal unterstützen. Ich denke, er kann Hilfe gut gebrauchen. Kommen wir aus zwei verschiedenen Blöcken, und zwar aus Gravel und Andesit. Das ist so ein bisschen ein Klassiker, ich weiß schon, aber... Klassiker sind ja nicht umsonst Klassiker, sind einfach... Ich komme voran. Kann ich oft genug Klassiker sagen. Wie ihr sehen könnt, haben wir schon ein paar Wege gebaut. Und jetzt habe ich mir noch gedacht, aber so Wege bleiben ja im Schnee normalerweise nicht lang liegen. Aber dann dachte ich mir, kann man es ja wenigstens so aussehen lassen, als hätte jemand hier fleißig Schnee geräumt. Deswegen lege ich jetzt hier überall an die Ränder immer so ein bisschen Schnee. Ich habe dich bisher nur laufen. Versuchst du gerade Fußspuren im Schnee zu hinterlassen? Ja. Du hast mich erwischt. Wir haben genug Wege haben wir jetzt gebaut. Der Champ ist schon fleißig am Arbeiten. Wir bauen nämlich jetzt ein paar Laternen an den Wegrand. Ein Licht ins Dunkel bringen. Außerdem gehören Lichter zur Weihnachtszeit. Absolut richtig. Absolut richtig.
Temp spricht mir. Ich will die Lampe ein bisschen höher haben. Temp beschwert sich zwar wahrscheinlich dann gleich, dass die Lampe zu groß ist, aber er kann nichts dagegen unternehmen, weil ich habe sie schon hingebaut. Okay, die Lampe ist zu groß. Ja. Sollen wir hier an unserem Marktstand auch irgendwo eine Lampe anbringen? Eigentlich schon, gell? Ja, absolut, da muss einiges vielleicht noch beleuchtet werden. Wir können aber auch vielleicht ein bisschen an der Innenbeleuchtung der Buden feilen. Ellen, das machen wir auf alle Fälle, weil die Buden haben ja noch überhaupt keine Beleuchtung, glaube ich. Geh ich mal zu Tante Emma. Meine haben, glaube ich, unterm Dach. Emma hat gerade ein Leuchtdings bekommen. Und der Würstelsepp, der hat, glaube ich, noch nix. Ja, ich habe sie ein bisschen professioneller gebaut, halt nicht so dahingeschludert, weißt du? Ja, du hast einen Stein runtergepackt. Das ist in der Tat, dafür hab ich aber überall die Falltüren dran. Aber die haben mir nicht gefallen. Aber ich find's gut, dass wir uns vorher abgesprochen haben, ja? Ja, ich auch. Yay! Und es geht weiter, wir wollen jetzt den Christbaum schmücken. Zeit wird's! Genau, und was machen wir da so alles dran? Hast du schon eine Idee? Ich habe es gerade mal das Inventar aufgemacht. Ich habe mir gedacht, wir könnten, also auf alle Fälle eine Lichterkette. Ja. Eine Menge roter Kugeln. Rot finde ich auch gut. Vielleicht sollen wir Kerzen draufstellen. Oh, ich glaube, die wirken zu groß, die Kerzen. Außerdem habe ich ein bisschen Angst, dass uns der Christbaum abfackelt, weil er ist schließlich aus Wolle. Stimmt. Hast vergessen, Engel können fliegen. Stimmt. Ja, dann lass uns doch den Baum. Das ist alles mit R5, gell? Hier, ich sehe nur mich und kann so gut hantieren. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal den Baum schmücken, oder? Jetzt, let's go. Ich kümmere mich um die Lichterkette. Ist das in Ordnung für dich? Du wolltest die Christbaumspitze machen, glaube ich. Das hast du ganz am Anfang mal moniert. Ja, die finde ich ganz cool. Mach mich an die Lichterkette. Wenn sie dir nicht gefällt, hast du Pech gehabt. Ist ganz einfach eigentlich. Soll ich sie einfach abreißen? Nein, okay. Du musst überhaupt nichts abbeißen. Reißen? Ich beiß doch nicht in die Lichterkette, da ist Strom drauf. Dir traue ich alles zu. Okay. Diesen Kuchen. Oh ja, das wird prunkvoll. Wollt ihr das? Fett. Das sieht auch gerade voll geil aus, aus dieser Perspektive da hochzuschauen. Wenn man die Girlande sieht, die Spitze so hier, das sieht richtig geil aus, gerade da hochzugucken. Von hier aus auf die Girlanden oben. Die Girlanden hier unten schauen noch nicht so mega aus. Hier unten Girlanden schaut unten nicht so. Ich glaube, die müssen dann einfach hier runtergehen. Da kommt man nicht drum rum, glaube ich. Und dann ist halt Schluss, dann hängen die hier so ein bisschen runter vielleicht. Und dann macht man halt noch eine zweite oder so. Die goldene Spitze steht schon. Wir haben schon ein bisschen Lichterkette angebracht. Und ich denke, jetzt werden wir mal noch ein paar Kugeln anbringen. Ja. Natürlich relativ in Minecraft. Oder Quader. Und zwar hier unten. Schau mal, Champ, ob dir das so gefällt. Ich fliege, ich eile. Wollen wir sie so groß machen? Große? Ja, so, also ich hätte gerne so ein paar große. Okay. Dann ein paar, also auch ein paar kleine, aber ich da so ein paar große, die machen so den Grundfarbton. Du baust mit Beton, oder? Ja. Würdest du noch eine zweite Farbe zulassen? Kugeln, meinst du? Ja. Lass mal gucken, an was ich da so gedacht habe, welche Farbe. Das ist schon auch in Richtung Rot. Hier schon. Oh, die sind auch gut. Schön, gell? Die hätte ich jetzt noch so als zweite. Ja, Christbaum. Gefällt mir. Es gibt noch was. Wir können noch mit Bilderrahmen kleine Details reinmachen. Mhm. So, Bilderrahmen und Goldblöcke, das bringt noch mal so ein bisschen. Oh, wenn wir die Goldblöcke drehen, die müssen schräg sein.
da drin. Oh, ist das geil. Oh ja. Oh mein Gott. Das darf keiner erzählen, wie toll das ist. Boom. Das, was wir gesehen haben. Wir haben unseren Christbaum geschmückt. Ein bisschen verkünstelt und hat uns eine wunderbare goldene Spitze oben aufgesetzt. Ich habe in der Zwischenzeit eine Lichterkette um den Baum rumgewickelt und dann haben wir ein bisschen wie wild hier rote Kugeln verteilt, große, kleine. Und der Champ hatte die geniale Idee, wir könnten doch ein paar Goldnuggets verteilen und ich finde, das gibt dem Baum eigentlich so den letzten Schliff. Dankeschön. Das dachte ich mir, beziehungsweise wir dachten uns, wenn wir schon überall so brav Lichter verteilt haben, dann könnten wir auch. Sollen wir? Wir tun das. Und zwar ändern wir die Tageszeit. Nein. Ist das nicht schön? Wunderbar. Leuchtet. Ich finde nachts unsere Schneekugel eigentlich sehr schön. Und vor allem kommen dann verschiedene Elemente, wie zum Beispiel der Stern und der Schneestern hier über dem Christbaum, die kommen echt stärker raus. Da zum Beispiel den Schneestern sieht man tagsüber fast gar nicht, aber in der Nacht sieht man ihn ganz gut. Und auch dein Stern hat mehr Gewicht nachts. Ich finde irgendwie, dass es insgesamt diese komplette Kugel nochmal komplett aufwertet, wenn wir das bei Nacht sehen und wie schön hell und fröhlich das alles erstrahlt. Und ich finde, das ist eine richtige Laune auf das Weihnachtsfest verbreitet. Du musst mal rauskommen aus der Kugel. Ja, das habe ich auch noch vor. Ja, voll gut. Ist echt schön. Ich bin so einmal rumgeflogen, glaube ich. Ich finde jetzt auch, dass da nichts irgendwie zu dunkel ist oder so. So, ihr Lieben, bevor ich euch jetzt in euren wohlverdienten heiligen Abend entlasse, wollte ich noch ein paar Worte loswerden. Und zwar ein paar Dankesworte. Einmal natürlich an den Champ, der hier so hervorragend mitgeholfen hat. Ohne den Champ hätte ich das Projekt nicht geschafft, weil noch mehr Videos alleine aufnehmen, unmöglich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch froh um die ganzen Ideen, die er mit eingebracht hat. Großes Dankeschön an den Blueberry, der uns den Server hier zur Verfügung stellt und an sein Team, die sich echt bemüht haben, dass wir uns wohlfühlen und dass alles klappt. Ja, dann möchte ich natürlich auch noch abschließende Worte finden. Und auch bei mir ist der Fall, der Kroko hat zwar vorweg gegriffen, aber auch ich möchte mich bei ihm bedanken, da wir bis zur oder von der Entstehung der Idee bis zur Umsetzung ist eine Menge Zeit vergangen. Der wir uns einigermaßen kennenlernen konnten und das hat echt Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich da einen kreativen Partner für so ein Projekt gefunden habe und dass man sich da auch so gut verstanden hat. Deswegen da, Kroko, an dich ein großes Dankeschön. Und, freut mich, gerne. Und natürlich dann auch an das Team von Fruchtlabor und an den Blueberry, der uns sehr früh auch bei der Umsetzung geholfen hat. Vielen Dank an euch Zuschauer natürlich, dass ihr uns so supportet habt. Und natürlich ein Dankeschön an meine geduldige Freundin, die mir am Abend einige Stunden freigegeben hat, damit ich diese Videos für euch und für mich, für uns alle machen kann. Ja, mir persönlich wird das Projekt hier fehlen. Es war anstrengend, aber auch immer eine ganz andere Erfahrung. Und ich konnte mich selbst auch ein wenig testen. Denn ich habe teilweise zum Kroko gesagt, ich baue dies oder jenes und hatte noch gar keine Idee, wie das überhaupt aussehen kann. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch und diese Seite konnte ich an mir nochmal ein wenig kennenlernen. So, jetzt neigt sich dieses Projekt ziemlich schnell dem Ende entgegen. Es sind wahrscheinlich nur noch wenige Sekunden, bevor das letzte Video vorbei ist. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe mit jedem kleinen Bauwerk, das ich mehr gebaut habe, immer mehr dem großen Ende entgegengefiebert, wo endlich die Kugel fertig ist und wo wir endlich unsere ganzen Kreationen auf einem Haufen sehen. Und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Und so kann ich jetzt ganz glücklich in
die Weihnachtsferien gehen. Und in die Weihnachtsferien verabschieden wir auch euch. Das war der Minecraft Adventskalender 2018 vom Crocodile Andy und Jam Creations. Wir hatten eine Menge Spaß und wer weiß, was nächstes Jahr passieren wird. Macht's es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Viert's euch. Ciao. Grüße an die Stinkefüße. Ja, Grüße an die Füße.